Los geht es mit einer jungen Dame, die in Paris zu Hause ist. Bitte schön. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit der Entwicklung von neuen Materialien. Und derzeit forsche ich hauptsächlich an neuen Farbpigmenten. Das Pigment zum Beispiel ist Cerfluorosulfid. Und das kann man dazu verwenden, um die Lackierung von einem Auto rot zu färben. Und die Farbe von so einem Pigment, die kann man berechnen. Also nicht mit Papier und Bleistift, sondern mit Hilfe von einem großen Supercomputer. Ich gebe Ihnen jetzt einmal den Preis zum ersten Mal, den Sie sich aufstellen können, aber dann natürlich auch die monetäre Auszeichnung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich bin der Schwingsack Lukas, bin 34 Jahre alt, komme aus Bruneck und bin Ernährungsforscher. Zu meinen Aufgaben zählen Forschung und Lehre, die Betreuung von Nachwuchswissenschaftlern und die Koordination von wissenschaftlichen Projekten. Lauschen in Pustertal, daheim oder nimmst du ihn mit? Nein, nein, der kommt jetzt erstmal ins Auto, dann wird er ins Pustertal gefahren und dann nächste Woche wird er dann in schöne Freiburg gebracht und dann suche ich mit meiner Lena dann einen schönen Platz aus. Fein. Hallo, ich bin die Friederike Verbercher und ich bin Tierärztin und Wildtierökologin am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ich schaue mal, ob wir die Friederike erreicht haben. Ja, da ist sie. Hallo Friederike, wie geht's dir? Hörst du mich gut? Hallo, ja, ich kann euch gut hören. Mir geht's gut, danke schön. Ich bin, glaube ich, so ein spezieller Fall, also generell schon Wildtiere. Aber weil ich mich sehr für Anästhesie interessiere, muss man das natürlich zuerst bei den Haustieren super beherrschen, dass man das bei den Wildtieren auch gut anwenden kann. Hier ist dein Preis. Ich hoffe, du kannst ihn gut sehen. Und ich hoffe, du hast auch schon ein Plattel dafür. Ja, danke. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Das ist wirklich super, das zu hören. Es ist auch echt nicht immer leicht. Also vielen Dank. Und ja, also der Preis kriegt natürlich einen ganz speziellen Platz in meinem Wohnzimmer in Wien, schätze ich einmal. Und ja, na danke an die Jury, an alle, die den Preis überhaupt möglich machen. Und ja, an der Stelle an die ganze Unterstützung von Südtirol natürlich. Und ja, von meinem Papa, meinem Mann, Freunde, Familie, alle. Dankeschön. Mein Name ist Karin, ich bin Informationsdesignerin. Ich verknüpfe journalistische Herangehensweisen mit systematischen Designmethoden, also verschiedene Interviewstrategien mit visuellen Studien. Also es geht darum, also ich spekuliere darin, was wäre, wenn ich als Designerin mit einem Designbot, also mit einem Computer zusammenarbeiten würde, der nicht nur einfach mein Werkzeug ist, also der nicht nur einfach mein Grafikprogramm ist, der auch mit mir mitdenkt. Was würde dabei dann entstehen? Was wir uns halt auch so ein bisschen auf unsere Fahne geschrieben haben, ist, dass wir einfach Vorbilder sein wollten für alle, die in Südtirol auch einen ähnlichen Weg gehen wollen. Wir haben uns sehr gefreut über den FM4 Award beim Amadeus. Kurz darauf ist dann die Welt ein bisschen untergegangen. Das war natürlich nicht so ganz ideal, aber wir haben das Beste daraus gemacht und umso mehr freuen wir uns heute über den Futura-Preis.
herzlichen Glückwunsch. Ich überreiche diesen Preis im Namen der Jury sehr gerne. Und ich würde sagen, das Geld an die Frau und das Symbol an den Mann, ui, damit wir das so austeilen können. Und ihr mit eurem Vetorecht, von dem wir vorhin gehört haben, werdet ihr das ganz bestimmt regeln. Herzlichen Glückwunsch. Super. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass ihr da wart und toi, toi, toi. Ja, danke für alles. Danke euch. Ciao.